Also ich meine jetzt, indem ich einfach mit der Maus drüber gehe, mit dem Ziel. Bestienmeister, finde den Leitwolf und zähme die Bestie, damit sie an der Seite kämpft. Die Eule. Drücke, oh, deine Eule kann aus der Luft Feinde markieren. Du kannst deine Jäger auch im Fliegen ansetzen, wenn du sie V drückst. Aha. Du kannst deine neue Fähne verwalten. Okay. Okay. Wolfsjäger. Wird um ruhig, ey. Voilà. Benutze das Fleisch, um Köder herzustellen. Moment. Ach, Mensch. Halt. Verwirrt mich mal, weil das auf der falschen Seite steht. Also. Okay, also jetzt. Köder herstellen. Okay. Folge dem Blutspur in die Wolfshöhle, Alter. Folge der Blutspur. Ach, hier der. Shanti. Bestien, Köder und Zähmen. Stelle Köder am Waffenrad her, halte Q gedrückt, markiere den Köder, um Impuls zu erhalten. Ja. Köder mit links mit mittlerer Maustaste aus, um Bestien anzulocken. Näher dich dem Tier langsam, während es frisst, und halte E gedrückt, um die Bestie zu zähmen. Drücke B, um deine Zähmen. Drücke, um einen Köder zu werfen, um den Weißwolf zu zähmen. Bestienkontrolle. Du kannst deine Bestie auf ein Ziel hetzen oder zu einem bestimmten Ort gehen lassen. Ziele mit
und drücke G, um einen Befehl zu erteilen. Wenn du deinem Bestie verwundet entgehst, an die anderen halt E gedrückt, um sie mit Fleisch zu heilen. Wenn der Bestie stirbt, kannst du sie im B-Bestie-Menü wiederbeleben oder weiter Bestien zählen. Streicheln. Der ist irgendwie niedlich. Okay. Fähigkeiten bei K. Ich habe schon fünf Fähigkeiten. Töte Udam in der Nähe. Halte gedrückt und. Oh, okay. Viel Wasser auf die Udam zu töten. Bestienmenü. Drücke B, um das Bestienmenü zu öffnen und alle zählbaren Tiere einzusehen. In diesem Menü kannst du Tiere zu dir rufen oder deinen werkseitigen Begleiter wegschicken. Einige Bestienmenü Meisterfähigkeiten haben es dir, neue Bestien zu zähmen. Nice. Voilà. Bestienmeister, der spirituelle Ratgeber, Erfolg freischalten. Wir spielen übrigens über Uplay. Ich hätte es gerne auf Steam gespielt. Aber ich hatte die Version ja schon. Wo bist du? Kann ich mich hier mal vielleicht. Okay. Schnellreise. Wenn du ein Leuchtfeuer. Ja, das wissen wir ja. Du kannst außerdem dein Dorf schnellreisen, um Hütten zu errichten. Drücke M. Also so eine Hütte müssen wir auf jeden Fall mal errichten. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Ich glaube, das Interessante ist halt, dass Uplay halt gesagt hat, es fanden so viele Leute dein Dorf. Ja. Die fanden so viele Leute das so geil mit dieser Fähigkeit mit dem Tiger in Shangri-La, dass die das halt als richtiges Feature reingebracht haben. Das finde ich halt richtig cool. Das hoffe ich. Erbaue dein Dorf, das wollte ich ja machen. Dein Dorf ist ein Zufluss für Vinja. Verbessere Hütten, um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten. Suche Hüttenrohstoffe überall in Oros. Drücke H und durchstöbere die Dorf- und Taschenmenüs für weitere Informationen. Wenn du genügt rufst, besonders kehre in dein Dorf zurück und suche nach Hütten, die dich verbessern lassen. Das ist ja geil. Jetzt kann ich hier zum Beispiel. Das braucht vier da, da, da. Okay, das haben wir ja. Stadtentwicklung, Volk freischalten. Wir wollen hier lesen, was das bringt. Silias Hütte verbessert. Belohnung Mission für Silja, die Sammler und Sammlerfähigkeiten. Fährtentarnung, Feuerfest und Nahrungsrezept für Geschwindigkeitsbooster. Du findest jeden Tag kostenlos den. Okay. Ja, huch, halt. Plus 2. Okay, jetzt hat sie also eine Hütte. Ein Beute Waffenrohstoff wirklich zum. Okay. Muss erstmal meine Höhle hier verbessern. Upgrade. Überlebensfähigkeit, Bogen-Upgrade, Coin-Upgrade, Stachelbombe, Wurfgeschoss und 1500 XP. Kostet 4 Ziegenfälle. Heimwerker! Nice. Belohnung. Ja, das haben wir ja eben vorgelesen.
Okay, da müsste ich jetzt 40 Bevölkerung brauche ich dafür um 4 Dachsfälle. Okay, also ist das auch an Bevölkerung gebunden. Und jetzt hier immer noch ihn hier hinten. Wo ist er denn? Er hat noch gar keine Hütte. Für dich braucht man. Muss ich mit dir reden? Hallo? Schrasch, schrasch, Bauschaugas, Winja Jisu Dijam. Ma samquai tausa. Ah, daiwa damshi. Hakrapi shayu kwayaka. Und guck mal hier, das haben wir ja auch alles da. Mission für Tensei, der den Schaman, Schamanfähigkeiten und 1500 XP. Easy. Das ist richtig geil, das muss ich mal sagen. Jawohl. Und da kriegen wir direkt auch zwei Bevölkerung. Die könnte ich jetzt. Okay, da war. Oh, ich brenne. Guarpati. La qualtusi dahata. Salwa. Winzati balti daista. Uti ula su draga guarpati. Barju patas. Nu baia tiye bauda. Da hast du recht, mein Freund, da hast du recht. So. Oh, Alter, hab ich nochmal direkt erstmal 2 Millionen neue Fähigkeiten. Und ich kann irgendwas craften, ne? Ach hier, Stachelbombe. Du kannst noch keine Stachelbombe mehr. Stachelbomben sind mit wütenden Bienen gefüllt Taschen. Gefüllt Taschen, wirf sie auf deinen Gegner. Tierhaut und Bienenschwarm. Cool. Okay. Jetzt können wir hier Südstein und dann könnte ich den Bogen verbessern. Das ist ja geil. Also. Und jetzt habe ich hier auch neue Fähigkeiten. Erhält plus einen Gesundheitsbalken. Teilweise gelehrte organisiert sich automatisch viel schneller. Reduziert die Geräusche während des Sprints und es gehen massiv. Okay. Holzstücke, Steine und andere Rohstoffe werden auf deiner Minikarte angezeigt. Ich finde beim Häuten der meisten Tiere plus 2 Tierfell und plus 2 Tierhäute. Finde beim Häuten der meisten Tiere plus 2 Fleisch. Deswegen habe ich das nämlich angehäuft. Eulangriff mit. Kann deine Eule einen Sturzflugangriff ausführen? Töte die meisten gewöhnlichen Gegner. Kann eingesperrte Tiere befreien. Das ist ja cool. Also die Eule, die ist ja. Deine Eule kann Stachelbomben, Tobsuchtbomben und Feuerbomben abwerfen. Jetzt zählen wir Leoparden, Jaguar, seltene schwarze Jaguar, Höhlenlöwen, seltene schwarze Löwen. Setz einen Köder ein, um sie zu zählen. Säbelzahntiger, Braunbär, Höhlenbären und Dachse. Alter, der Dachs vor allem. Das ist so ein Running Gag. Für die Wirbelung deiner sind ein bisschen werden weniger rote Blätter benötigt. Das ist ja cool. Ich würde aber. Also, ich mache erstmal das hier. Ja. Oh, das hat 2 Dinger gekostet, ne? Erlerne erst die vorherige Fähigkeit. Ach, das hier. Okay, das muss man erstmal lernen. Okay, dann heute eine 1. Kostet auch wieder 2 Fähigkeitspunkte. Also geht das nicht nach so? Doch, hä? Ah, egal. Finde beim Sommer mehr Holzstücke, Steine, Schilfton und Steinstaub beim Häuten. Okay, dann nochmal hier. Machen wir das noch. Und das. Yeah. Handwerk. Hä? Okay, jetzt gehen wir mal hier rüber. Die ist jetzt, wo ist denn die jetzt? Die ist jetzt in unserer Höhle. Wenn ich jetzt hier. Beutetasche voll. Voll. Das kann ich nehmen. Das ist auch voll. Das ist auch voll. Wo ist er denn? Da. Jetzt sehen wir einen Urus. Nicht verfügbar.
Der Dachs voll. Krasses Scheißvieh, ey.